Hallo, ich grüße dich am letzten Tag des Jahres 2018. Tatsächlich, es ist soweit. Ja, hoffentlich hattest du ein schönes, angenehmes, harmonisches Jahr 2018. Ja. Das war ja übrigens der Sinn und Zweck, eben im Jahre 2018 schönes, friedliches, genussvolles, geruhsames, schönes zu erfahren. Ja. Es gab doch einige Leute, die mir sagten, ja, also für ihren Geschmack doch war es doch zu betriebsam, also war da doch zu viel los und ja, du weißt schon. Gut, das ist immer so eine individuelle Geschichte, das geht jedem wieder anders, gell? Der eine erlebt das so, der andere anders, je nach individuellem Baustellenprogramm, also Inkarnationsprogramm, was jeder hat, das ist natürlich klar, das kann nicht für jeden exakt gleich aussehen, aber eben die Bedeutung, also einfach so grundsätzlich gesehen, war es eben ein Jahr, in dem es wichtig war, eben, ich sag's nochmals, eben möglichst viel Schönes, Friedliches, Gemeinschaftsbetontes, Genussvolles, Gemütliches, auch Ruhiges, auch Entspanntes, übrigens auch kreatives, musisches Gestaltendes zu erleben. Ja. Okay, jetzt, egal ob du jetzt an einer ganzheitlichen Zahnlehre interessiert bist oder nicht, also was ist deine Idee des nächsten Jahres, des 2019? Nur ganz kurz, weil wie gesagt, das machen wir ausführlicher, ist das in der Zahlenrubrik oder machen wir das sonst? Wir wissen noch nicht, ob per Video, wahrscheinlich machen wir schriftlich, erklären wir das da sowieso dort. Aber einfach ganz kurz für dich, dass 2019, da kannst du versuchen, im neuen Jahr möglichst viel in Gang zu bringen, möglichst viel ins Laufen zu bringen. Probiere das. Besonders auch der Januar und dann ganz besonders der März. Das sind zwei ganz typische Monate. Also schaue, dass da möglichst vieles in die Gänge kommt, vorwärts kommt. Ja, ja es kann im nächsten Jahr durchaus recht lebendig werden, sehr anregend, sehr inspirierend auch, je nachdem. Also es ist kein Ruhejahr, kein Jahr, um zu schlafen wie im Jahr 2018. Also es ist wirklich ein Jahr. Es könnte sogar bereits ein wichtiges Transformationsjahr sein, im Kleinen wie auch im Großen. Okay, also ich will jetzt da gar nicht zu stark über das neue Jahr sprechen, einfach dir den Tipp geben. Also, wenn du den Karren in Gang bringen möchtest, oder wenn du das Gefühl hast, bisher hat noch vieles oder jenes gestockt, oder wenn du zum Beispiel noch dieses oder jenes nicht zum Ausdruck gebracht hast, nicht gesagt, nicht getan hast und so weiter, dann ist das nochmals eine super gute Möglichkeit, das eben im nächsten Jahr, im 2019 zu tun. Also, da auf die Sprünge zu kommen, da vorwärts zu machen, da dich auszudrücken, auszutauschen, aus dir herauszukommen, ein Business starten, einfach in die Gänge kommen. Das ist mein heißer Tipp und das sage ich jetzt nicht aus Zweckoptimismus heraus, gar nicht. Das ist energetisch so unterstützt. Ja, also, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019 und dann einfach alles Gute und alles dasjenige, was eben für dich stimmig und passend ist. Mach's gut, bis bald. Ciao.